Ja, und somit sind Sie dann Ihrer Gewerbeberechtigung schon einen Riesenschritt näher gekommen. Jetzt fehlen nur noch zwei Schritte bis zur fertigen Gewerbeanmeldung. Einerseits einmal die Kontrolle der bisher eingegebenen Daten. Also wenn Sie hier jetzt im Bereich 6 einfach nur einmal durchgehen, alle Ihre eingegebenen Daten, so haben Sie die Möglichkeit hier eben, wenn Sie sich irgendwo mal vertippt haben oder Fehleingaben gemacht haben, diese Daten jeweils noch einmal zu bearbeiten. Also dann müssen Sie einfach hier jeweils auf den Daten bearbeiten Button drücken, dann können Sie hier noch Änderungen vornehmen. Und hier empfiehlt es sich wirklich alles nochmal genau nachzukontrollieren, bevor es dann in weiterer Folge eben deswegen vielleicht zu keiner Erteilung der Werbeberechtigung gibt, weil Sie etwas vielleicht falsch eingegeben haben oder sich massiv vertippt haben, so dass es dann zu Nachfragen kommen könnte. Aus diesem Grund bitte hier wirklich noch einmal genau kontrollieren und gegebenenfalls eben diese Korrekturen vornehmen. Und wenn Sie dann festgestellt haben, dass all Ihre Eingaben korrekt sind, dann sind Sie hier eh schon am Ende angelangt und drücken dann einfach auf den Button Senden. Und wenn Sie hier auf diesen Button Senden gedrückt haben, dann kommen Sie noch zu der Abschlussseite. Dort kann ich jetzt leider nicht mehr hingehen, da es hier schon erste Schritte auslöst. Wenn Sie dann eben hier auf diesen Ab wenn Sie dann hier auf diese Abschlussseite gelangen, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Antrag für sich selbst dann auch als PDF abzuspeichern, beziehungsweise diesen dann auch zum Beispielsweise auszudrucken und eben dann mit der digitalen Signatur zu versenden. Sollten Sie noch keine digitale Signatur haben, so empfehle ich Ihnen wirklich diese digitale Signatur anzufordern, denn diese erleichtert Ihnen im Rahmen des Geschäftslebens absolutes Dasein. Mit Hilfe dieser digitalen Signatur können Sie Rechnungen, E-Mails oder ähnliches wirklich rechtskräftig signieren und müssen nicht immer händisch unterschreiben, das Ganze dann vielleicht wieder einscannen und erst dann per E-Mail verschicken oder mit der Post verschicken. Und darüber hinaus ermöglicht die digitale Signatur eben auch die ganzen Kommunikationen mit den jeweiligen Behörden. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen wirklich, diese digitale Signatur anzufordern. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Online-Formulars Gewerbeanmeldung angelangt, und wie es dann weitergeht, erfahren Sie jetzt im nächsten Video.